Er möge mich halten, versteht ihr? Er könnte Prüfungen bringen, wo wir durchfallen. Aber es heißt, Gott prüft uns nicht über unsere Kraft. Seht ihr? Weil er uns liebt. Er will unsere Liebe noch tiefer machen. Und das ist der Vater. Das verstehen viele nicht. Er will abschälen, wo wir Misstrauen gegen ihn haben. Wenn du alle Prüfungen durchgemacht hast, da kannst du gehen. Da geht's ab nach Kassel. So sagt man im Badischen, ab nach Kassel, dann kannst du heimgehen. Dann hast du alle Prüfungen bestanden und dann bist du ewig beim Vater. Das ist der Geist, dass die Sohnschaft im Sohn, Tochter und Sohn im Sohn. Und das bietet er uns an, meine Lieben, das ist eine gewaltige Sache. Das findest du nirgends auf der ganzen Welt, dass jemand, ein Vater, das tut. Und zwar noch mit Kindern, die ganz tief unten waren, die ihn beleidigt haben, die ihn verletzt haben und ungesündigt haben, ihn verwundet haben. Und dann ist er immer noch so großzügig und hebt uns noch höher hinein in Gott. Und du bist eigentlich schon, wenn du in der Gnade bist, jetzt, weißt du, wo du bist eigentlich? Du gehörst ja zu Christus, Kraft des mystischen Leibes. Bist du ein Glied des mystischen Leibes und wo ist das Haupt? Zur Rechten des Vaters und da gehörst du jetzt schon hin. Das heißt in der Heiligen Schrift, wir werden thronen zur Rechten des Vaters und zwar im mystischen Leib Jesu Christi. So erhebt er uns hinein. Wisst ihr, das ist unheimlich. Da kommt nur noch Liebe und Dankbarkeit, Freude und Hingabe zu diesem Vater auf. Wenn auch der eigene Vater versagt hat, wisst ihr, der macht es 100-mal, 1000-mal wett. Dann sag ja, und wenn da ein bisschen was schiefgegangen ist und da ein paar Scherbenhaufen sind, Vater, du baust das wieder zusammen, du bist so groß. Macht euren Vater groß und nicht klein, wie er nichts machen kann. Manche machen ja, wenn sie ihr Problem 3,60 Meter groß ist, ihren Gott meistens 1,80 Meter groß. Da kommt er halt nicht darüber, über die Hürde, versteht ihr? Aber wenn dein Problem eben 3,60 Meter ist, dann macht deinen Gott unendlich größer. Und so ist der Vater, dass er alles tun kann. Vater, seht ihr, in der größten Not, in der größten Lage, wo Jesus war, in der ganz großen Angstlage, Notlage, wo alle Last auf ihm war, der aller Sünden der ganzen Welt, da sagt Jesus noch, Vater, dir ist alles möglich. Ha. Seht ihr, das ist der Geist, Vater, dir ist alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Aber dann sagt er genau, weil es so schwer war, aber nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Und er geht durch dieses Nadelöhr. Merkt ihr, wie das ganz in der Einheit mit dem Vater ist, sein ganzes Leben. Also, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Seht ihr? Daher bist du nicht mehr Sklave, heißt es weiter, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe durch Gott. Wisst ihr, was das heißt? Du hast als Erbe den ganzen Himmel. Wisst ihr, das ist ein Angebot. Wisst ihr, so einen Vater zu haben, der uns dieses Erbe gibt, müssten wir nicht begeistert sein von diesem Vater? Und nach diesen Sternen greifen, also ein bisschen in Anführungsstrichen, nach dem greifen, was er uns anbietet, was unendlich ist. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, in keines Herzens ist es gedrungen, was der Herr denen bereitet, die ihn lieben. Wir müssen das wirklich mal ganz tief verkosten. Und die Freude haben daran, auch wieder, dass Gott das gemacht hat. Ihr seid also durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Galater 3, 26 oder im Römer 8, 14. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Und das ist der Geist. Der zeigt sich erst in Extremsituationen, ob du den richtig in dir hast.
Wir sind im Vollmaß. Wir dürfen einüben, dass er immer mehr reinkommt. Auch in Extremsituationen, dass du nicht ausrastest, sondern ruhig bleibst. Auch noch. Dass du trotzdem vertraust, auch wenn es nichts mehr zu vertrauen gibt oder zumindest jede Hoffnung geschwunden ist. Trotzdem. Dass du dich immer wieder auf die Seite des Vaters schlägst, weil du weißt, er ist gut. Wie es Jesus getan hat. Er vertraut blindlings. Ich kann ja nur jemand vertrauen, wo ich weiß, er geht mit mir gut um. Sonst sage ich immer, stopp, nur bis dahin, lieber Gott. Da ist deine Grenze. Was da drüben ist, weißt du, das gehört mir. Und ich gehe ja schließlich noch besser um mit mir, wie du. Na? Dann halte ich immer meinen lieben Gott auf einer gewissen Distanz. So leben viele Christen. Sie halten den lieben Gott auf Distanz, nur so weit. Und dann, wenn sie was brauchen, dann beten sie drauf los, dass Gott ihnen 5 Pfund Segen gibt. Und wenn sie es wieder bekommen haben, sagen sie Danke, aber bleib auf Abstand. Für das bist du ja schließlich da, dass du mir was gibst. Aber eine Gemeinschaft, eine Liebesgemeinschaft mit Gott, wo du ganz in ihn verankert bist, das wird oft nicht gelebt. Da ist eine gewisse Distanz. Lass ihn mal ganz rein, deinen Vater, wie auch eben in der Nachfolge Jesu Christi, weil der Vater ganz im Sohn ist. Merkt ihr? Das ist das Vorbild für uns. Ganz im Sohn. Und der Sohn ganz im Vater. Und umgekehrt. Das ist das Vorbild. Und wenn ich ein Christentum bete, wo der Vater nicht in mir ist, wo er nicht Platz findet, wo er nicht ankommt, wo ich nicht hinlasse, dann ist es ein halbes Christentum. Dann wird manchmal Gott zu einem Gehilfe meines Plans und er kann immer nur das dazugeben, was ich jetzt im Moment brauche. Nein, es muss wirklich in diesem vertrauten Verhältnis. Gott sucht, der Vater sucht diese Söhne und Töchter, die so mit ihm umgehen. Deswegen mache ich den Kurs, die so mit ihm umgehen. Sagen, ja, du kannst und ich bin ganz jetzt bei dir. Meinen Problemen, in Sorgen, in meinen Schmerzen, mit allem, was ich habe, in meinen Problemen, in der Ehe, im Beruf, überall und als Priester genauso. Es war ein Vater. Wir gehen zusammen durch. Oder der Vater sagt, du bist mein Sohn, ich bin dein Vater. Und wir gehen durch. Haha, und da geht was, das sage ich dir. Da sind wir immer in der Überzahl. Komme, was wolle. Jesus war immer in der Überzahl, bis ans Kreuz. Und er hat gesiegt mit dem Vater. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Liebe der beiden hat gesiegt für uns, damit wir gerettet werden können. Hat gesiegt, seht ihr? Das sehen wir auch in dieser wunderbaren Geschichte bei Abraham. Er kennt das aus dem Alten Testament. Gott, der Isaak, ist der verheißene Sohn, nicht der Ismael. Der musste dann gehen mit Hagar in die Wüste, hat sich getrennt. Da stammen auch die Muslime von ab, gell? Ismael und Hagar. Sie sind vorwiegend in den Wüstenregionen, auch heute noch die Muslime, vorwiegend in den Wüstenregionen. Das sind die Nachfolger von Ismael. Isaak war der Sohn der Verheißung von Abraham. Und jetzt kommt Gott auf ihn zu und sagt, opfer deinen, geh auf den Berg Moria. Moria ist genau die Stelle, wo der Felsendom ist, in Jerusalem. Das ist die Stelle. Dort ist auch noch der Felsen innen drin, in der Moschee, also im Felsendom. Das war früher mal eine Moschee, auch, man sagt auch vielleicht mal eine Kirche, aber dort ist der Fels drin, wo Abraham nach der Überlieferung den Isaak geopfert hat. Na? Wo Isaak geopfert wurde. Oder zumindest geopfert werden sollte. Und jetzt kommt das, die Riesenprüfung für Abraham.
Er ist ja der Vater aller Glaubenden, der Vater. Wie sehr wird dieser Vater geprüft? Dass das Segen in alle Generationen hineinkommt bis zu uns. Und er sagt zu ihm, opfer deinen Sohn. Jetzt hat er nur einen Sohn, ist schon 90 Jahre etwa. Und jetzt soll er noch den eigenen Sohn opfern. Das ist ein Ding. Das ist jetzt wirklich schwierig für ihn. Das könnt ihr euch vorstellen. Das ist eine Glaubensprüfung hoch drei. Und zwar gegenüber dieser Stimme des Vaters, die zu ihm spricht. Der immer gefolgt ist. Und jetzt sollst du das tun. Und er packt noch seinem Sohn. Seht ihr, es ist ein Bild für Christus. Er packt seinem Sohn das Holz auf. Ein Bild für Christus, gell? Und sie gehen auf diesen Berg Moria. Das könnt ihr euch vorstellen, was dieser Vater im Herzen trug, als er hochgegangen ist und dieses Opfer, seht am Weihrauch, dann bringen sollte Gott, dass er seinen einzigen Sohn hingibt. Und der Sohn sagt ja noch, Vater, das Holz haben wir, aber das Opfertier fehlt. Und das könnt ihr euch vorstellen, wie in dieses Herz dieses Vaters wie ein Schwert durchging. Gott wird schon sorgen, sagt dann Abraham. Gott wird sorgen für das Opfer. Und das könnt ihr euch vorstellen, da ist er fast nicht mehr den Berg hochgekommen. So schwer, seinen eigenen Sohn zu opfern. Und das will Gott, dass er nicht gezweifelt hat, dass er gut ist. Eigentlich müsste er denken, er ist böse. Wenn du das willst, dann bist du böse. Hätte er nicht so denken können? Was war das für ein Mann, der geglaubt hat? Wisst ihr, die Theologen, ich glaube die Väter sagen, er hat sogar geglaubt, dass er den Isaak wieder auferwecken kann, auch wenn er ihn opfert. So tief war sein Glauben. Na? Und er ist ein Vorbild dessen, was dann der Vater uns gegeben hat, seinen Sohn, den hat er geopfert. Aber das hat er verhindert. Und sie gingen da hoch, ihr seht es, wie es dem Mann ums Herz war. Aber er war gehorsam gegenüber der Stimme. Und wie oft sind wir so ungehorsam gegen dieser Stimme des Vaters. Ihr seht das, wie dieser Mann und dieser Vater gehorsam ist. Manchmal fehlt es total in dem Vertrauen. Da wären wir alle schon wahrscheinlich unten geblieben und sagen, jetzt habe ich aufgegeben. Jetzt habe ich dich abgeschrieben, mein lieber Gott. Jetzt hört's auf. Das kannst du nicht fordern. Der geht. Der vertraut. Gott hat ihn nie im Stich gelassen und er geht. Also wirklich ein Mann des Glaubens durch und durch. Aber das könnt ihr vorstellen, wie er nach oben geschaut hat. Man sieht es wirklich hier in dem schönen Bild, wie er nach oben gefleht hat. Oh Gott, schau auf mein Herz. Schau auf mein Herz. Ja, wenn er den Sohn noch umarmt, sein Liebstes, sein einziger Sohn, und den muss er jetzt opfern, dann könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Vater banger war, seinen einzigen Sohn hinzugeben. Das ist ein Vorbild im Alten Testament für dieses Opfer, das Gott uns alle gegeben hat. Und so ist Abraham ganz an der Stelle ein Vater und repräsentiert sehr stark den Vater im Himmel und gibt auch wirklich, will auch innerlich, weil Gott sieht es. Weil du das getan hast und weil ich gesehen habe, dass du deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthältst, werde ich dich segnen. 1000 Geschlechter sollen durch dich gesegnet sein. Aber er verhindert es. Er verhindert es. Das könnt ihr euch vorstellen, wie das im Bange war. Und es ist sehr schön in diesem Bild, wir sehen es, wie Abraham schon das Messer in der Hand hat und den Sohn schlachten will. Opfern will für Gott, ein Opfer darbringen für Gott. Aber das Schöne an diesem Bild ist, da unten liegt Christus.
Und eigentlich ist der Vater im Abraham gegenwärtig. Ich habe sogar im Internet ein Bild gefunden, da tut er den Sohn in Kreuzform auf das Opfer des Steines, auf den Altar legen, in Kreuzform. Und genauso sieht dann dieser Sohn am Kreuz auf dem Kreuz aus. Und ein Vorbild für das wahre Opfer, das wir in jeder heiligen Messe feiern, wo das Lamm Gottes die Sünde der Welt hinwegnimmt, das Lamm Gottes geschlachtet wird und das wahre Opfer für alle Sünden ist und alle anderen Tieropfer abgeschafft werden im ganzen alten Bund und nur noch ein Opfer dargebracht wird, das dem Vater wohlgefällig ist. Wisst ihr, was das war und wie der Vater das auch gewollt hat, versteht ihr? Er hat das hat Abraham da hineingeführt, weil er dieses Opfer vorhatte mit seinem eigenen Sohn. Ich finde das so schön, wenn wir das betrachten, gell? Seht ihr? Und er schaut zu ihm, er hängt ganz am Vater, er hängt ganz an Gott. Und er ist dieser Vater des Glaubens, dieser Abraham. Und Gott sieht ihn, das Herz hat es gemacht. Er sagt es und Gott lügt nicht. Er hätte es gemacht. Aber er ist der, der Einhalt geboten hat. Jetzt verschiedene Bilder, wie das wahrscheinlich so ähnlich dann war. Das könnt ihr euch vorstellen. Aber der Engel kommt und hält ihn fest. Abraham, Abraham. Und gleich ist der Witter da, der sich im Gestrüpp verheddert und der wird geopfert und der Sohn verschont. Aber seht ihr,